Liebe Freundinnen und Freunde, zum Tag möchte ich noch erzählen, das weiß ich von einer sehr lieben Nachbarin, die hier aufgewachsen ist, schon vor vielen Jahren gestorben ist. Und die hat als Kind mitbekommen, dass das Dach des Hauses ursprünglich aus Kupfer war, gleich im Ersten Weltkrieg gebraucht worden ist, abmontiert worden ist und durch ein Blechdach ersetzt worden ist. Und mein Vater hat dann nachgeschaut und das Denkmalamt gefragt, seitdem ist das Dach grün und nicht mehr grau, weil grün die Farbe ist, die Kupfer am nähersten.